Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Dabei hat der Redakteur keinen Einfluss auf die Auswahl eines bestimmten Anrufers. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Eine Beratung gegenüber Minderjährigen erfolgt nicht. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Tja, meine lieben Damen und Herren, da bin ich wieder, kaum einen Monat vorbei und ich sitze hier wieder gerade angekommen vor 3 Stunden. Ich freue mich auf euch. Mein Name ist Katrin Mücke aus Hamburg, wie man auch hört, ein hellfühlendes Kartenmedium. Ich habe diesmal noch mehr Karten mitgebracht, Decks, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Aber ich denke, das wird sich so einspielen, intuitiv, was das Beste dann für dich ist. Ja, ich bin seit 25 Jahren im Bereich der Energie tätig und seit 20 Jahren... Ja, 20 Jahre sind das jetzt, genau, mit Kartendecks, mit den unterschiedlichsten. Ich habe etliche Tausend, über 30.000 Beratungen hinter mir. Das heißt, Sie können mir vertrauen. Meine Lebenserfahrungen sind manchmal leider auch ein bisschen viel, aber wir haben alle was davon. Auch das fließt natürlich in meine Beratung mit ein. Fakt ist, wir fangen gleich an mit der Mittagsbrise, das heißt frisch, frisch, frisch. Entweder du kannst dir aussuchen, einen Energiekick, das Wichtigste oder eine Frage. Zur Frage gehört natürlich auch, ist die Wohnung besser oder die? Oder ich kann beide Arbeitsplätze haben. Welcher wäre langfristiger oder besser? Auch da kann ich drauf schauen. Zur Frage gehört natürlich auch, wie steht meine Freundin zu mir? Ist sie ehrlich? Oder wie steht mein Chef zu mir? Oder die Nachbarin, wie auch immer. Ja, Aura-Reinigung, Energiekick, das Wichtigste oder deine Frage. Energiekick ist immer dann gut, wenn ihr merkt, ja, ich habe so viel für mich gemacht, aber ich habe mich da ein bisschen verausgabt, kein Problem. Schiebe ich dich an, genauso, wenn du sagst, ja, ich habe mich schon so oft beworben, das hat alles nicht geklappt, ich schmeiß das einfach nur noch ein, neulich war sogar ein Kaffeefleck drauf, dann schick ich die Energie für neue Motivation und wichtig ist, dass du wirklich möchtest, an dir üben möchtest, glücklich sein möchtest, Veränderung möchtest, positive Veränderung. Ich kann nicht zaubern, ich kann dir deine Aufgaben nicht abnehmen, aber ich kann dich unterstützen und wenn du nachher deine Bewerbung einschmeißt mit der Vorstellung, so möchte ich das und so kommt das an, dann hast du alle Punkte auf deiner Seite. Wen darf ich begrüßen? Hallo, hier ist die Dagmar. Hi, was machen wir? Das Wichtigste hätte ich bitte. Ja, gerne, die Liebe, meine Liebe. Und zwar zu dir selber, zum Leben, zu den Kindern aus der Nachbarschaft, zu deinem Partner, wenn keiner da ist, zu Freunden. Das ist das Wichtigste. Und vor allen Dingen auch sehen, wo die Engel überall Liebe für dich mitfließen lassen. Alles Gute dir. Ja, da gucke ich mal. Ich wünsche dir auch alles Gute. Ich danke dir von Herzen. Tschüss, tschüss. Ja, das ist wichtig, weil überall fließt Energie mit. Und wenn du das so, wird sowieso wieder nichts einwirfst, dann kann das auch nichts werden, weil das mitgeht. Ja. Aura-Reinigung mache ich oft. Das passt hier vielleicht gar nicht mehr so in die Reihe. Wenn du viel rausgegeben hast an Kraft oder selber ganz oft meckerig warst, dann gehen die Energien raus und du hast Negativenergien. Und das ziehe ich dir raus. Einen wunderschönen Nachmittag, Katrin Mücke hier. Ja, schönen Nachmittag, Katrin, wünsche ich dir auch. Hier ist die Petra. Hallo, was mache ich? Hallo, ich hätte gerne das Wichtigste. Ja. Das gucke ich doch gerne an. Partnerschaft.
Habe ich in letzter Zeit ganz oft. Gerade jetzt zum Wechsel ist das wirklich so, zu gucken, was habe ich in der Vergangenheit wie gemacht, warum habe ich das gemacht, wie gehe ich eigentlich mit mir um, wie gehe ich mit meinem Partner um, stelle ich nur Ansprüche an mich, sind die Anforderungen ganz hoch oder bin ich immer bei den anderen mit Anforderungen oder sehe ich auch noch das Gute in meinen Mitmenschen, das ist ganz doll wichtig. Ja? Ich drücke dir von Herzen die Daumen. Alles Gute dir. Tschüss. Ja, dir auch. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ja, immer auch gucken, was das mit euch zu tun hat. Und mein Platz ist wieder frei. Der Nächste darf zu mir kommen. Ich habe hier jede Menge Karten. Ich habe sogar meine Märchenkarten heute mitgebracht. Die gab es früher mal bei einem, die lagen bei einer Zeitung. Dabei ist schon viele Jahre her. Hatte früher eine andere Kollegin auch noch. Jetzt sind die wohl völlig weg aus dem Verkehr gezogen. Wen darf ich begrüßen? Hallo, Katrin Mücke hier. Hallo, ist da jemand? Ja, hallo, hier ist Anja. Hi, was darf ich schauen? Das Wichtigste hätte ich gerne. Ja, das gucke ich mir an. Kreativität merke ich aber auch sofort. Du hast, wie mein kleines Zampal immer, ganz viele Antennen auf dem Kopf. Du machst im Moment ganz viel, manchmal vibriert das alles. Aber es ist wichtig für dich wieder, dich einfach mal hinzusetzen. Und egal, ob du Geschenke kreativ verpackst oder einen tollen Tisch für dich machst oder für andere, lass das raus. Du hast früher auch immer etwas gemacht, was jetzt ein bisschen eingeschlafen ist. Pack das mal wieder aus. Alles Liebe dir, Anja. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ja, und ich schubs dich gerne an, aber es ist wichtig, dass du weißt, ich kann nichts für dich einfach abnehmen und dann ist alles gut. Einen wunderschönen Mittag, Katrin Mücke hier. Hallo, die Margarete. Hallo. Ich hätte auch gern das Wichtigste. Ja, jetzt mische ich einmal kurz durch. Du bist auch eine ganz Liebe immer, ne? Ja. Das kriege ich auch so rein. Vertrauen, Vertrauen gar nicht zu anderen Menschen, sondern zu deinem Bauchgefühl. Du fühlst ganz viel, wer nicht wirklich ehrlich ist, wer dich ausnutzen möchte, wer nur jammern möchte. Achte darauf. Und wenn du siehst, nee, ich habe wieder recht gehabt, einfach sagen, oh, ich bin schon richtig gut auf meinem Weg und dann da weitermachen. Alles Liebe dir. Tschüss. Ja, danke schön. Tschüss. Ja, in euch steckt so viel. Man muss gar nichts abnehmen und heilen. Kann ich nicht, aber ich kann dir Anschwung geben und dir Impulse geben. Das ist ganz wichtig, weil wenn ich dir ein Karma-Stück wegnehme, die Lernaufgabe, wir sprechen immer Stück für Stück darüber. Hier ist Katrin Mücke. Wen darf ich hier begrüßen? Hallo, ich grüße dich, Katrin. Hier ist Erika. Na? Ich hätte gern meine Aura-Reinigung. Ja, mache ich dir gerne. Hab ich auch besonders bei dir um Kopf rum, witzigerweise. Geh mal bei dir mehr in die Herzlichkeit zu dir selber. Ja? Ja. Alles Liebe dir. Danke. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Ja, alles Gute. Tschüss. Ja. Also wenn ich so mache, konzentriere ich mich nur. Ich bete nicht oder sonst was, sondern dass ich einfach nur einen Moment weg bin, im Kanal bin. Hier ist Katrin Mücke. Wen darf ich begrüßen? Hier ist Gisela. Hallo. Ja? Ich hätte gern das Wichtigste. Das gucke ich mir doch glatt an. Das Wichtigste ist auch bei dir die Partnerschaft. Hinterfrage mal, wie gehe ich mit mir um, wie gehe ich mit Familienmitgliedern um, mit meinem Partner. Wenn da nichts ist, was im Moment so auffallend ist, außer du, das habe ich, kriege ich schon so rein, ist es auch wirklich die Partnerschaft im Außen, ja? Dass du da wirklich guckst, was für Ansprüche habe ich, gehe ich immer wie so ein Computer rum, so zack, 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 passt das nicht, oder gucke ich auch mit dem Herzen? Das ist das Wichtigste. Alles Liebe dir. Tschüss. Dankeschön. Tschüss, tschüss. Ja, oft sind wir immer im Außen und machen da ganz viel und vergessen uns. Und dich vergesse ich nicht. Wer ist jetzt bei mir? Hallo, hier ist die Ingrid. Hallo. Hallo, ja? Soll ich gerne das Wichtigste, bitte? Ja, gerne. Mensch, du warst früher mal viel zappeliger und viel neugieriger. Das ist auch kein Wunder, denn jetzt geht es bei dir um Frieden, dass du einfach dich mal so sein lässt, wie du bist und dass du sagst, ja, es war so, war jetzt vielleicht nicht hundertprozentig toll, aber ich habe mir Mühe gegeben, aber auch mit anderen Menschen. Nicht das Negative nur sehen oder was daneben gegangen ist, sondern wirklich, okay, der ist auf dem Weg und ja, hat sich entschuldigt. Also wirklich auch in deinen Sinn gehen, in dein Herz gehen, in dein Feingefühl. Gehen. Alles Liebe dir. Tschüss. Dankeschön und Ihnen schöne Weihnachten. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das wünsche ich auch. Ich bin ja das ganze Weihnachtsfest bei euch.
Ja. Bitte? Ah ja, natürlich, wenn ihr zu mir kommen möchtet, meine Lieben. Im unteren Bereich ist das Laufband, da stehen unsere Mitmachregeln. Ja, ich bin jetzt bis 4 hier, dann von 5 bis 6 nochmal. Und ich freue mich, bin das ganze Weihnachtsfest da. Wir haben das so geregelt in unserer Familie. Dieses Jahr arbeiten wir alle und ich denke, man merkt auch jedes Mal, dass es mir Spaß macht und ich dich ordentlich rüttel und schüttel. Und du kannst ja auch aussuchen, Energie, Kick, Aura-Reinigung, Frage. Wen darf ich jetzt begrüßen? Hallo, hier ist Erika. Ich hätte gern das Wichtigste. Ja, ist gut. Manchmal haben wir sogar 2, 3 Sachen. Bei dir ist Intuition ganz wichtig, aber wirklich der Feinschliff. Du hast eine tolle Intuition. Jetzt geht es wirklich um den Feinschliff, dass du die Zwischentöne noch deutlicher erkennst, warum, wieso und dir auch oft gleich eine Antwort einfällt. Das ist das Wichtigste. Alles Liebe dir. Danke. Tschüss. Dir tschüss. Auch. Tschüss. Und hier ist Katrin Mücke. Wen darf ich begrüßen? Ja, da ist Brigitte. Guten Nachmittag. Ja, guten Nachmittag. Was machen wir? Hey, ich hätte gerne die Harmonisierung. Ja, mache ich dir gerne. Für wen? Für meinen Freund. Mit deinem Freund, alles klar. Du weißt, dass dann nicht Friede, Freude und so weiter ist, aber dass die Spitze der Aggression weg ist und ihr euch beide wieder auf einer anderen Ebene begegnen könnt, ne? Ja, gerne. Ja, ist gut, alles gut. Ich drück dir von Herzen die Daumen, habe ich gemacht, ist noch ein bisschen aneinander geknallt, aber es fließt. Alles Gute dir, tschüss, tschüss, tschüss. Ja, Mensch, das war jemand, der kannte mich noch aus den anderen Beratungen. Wir haben dann immer, und das ist mir vorhin gar nicht eingefallen, weil das immer nicht in eine Reihe passte, Harmonisierung gehört auch dazu. Manchmal haben wir das geschafft, 2 untereinander zu machen. Harmonisierung und Aura-Reinigung noch dazu. Das ist das, was ich wirklich für ein Familienfest mache, für eine Partnerschaft mache, für eine Freundschaft mache. Aber auch das bedeutet nicht, jetzt ist sofort alles gut, sondern es bedeutet, die Spitze der Aggression ist weg oder dass man wirklich Bomben schmeißen könnte, so, boah, ich glaube es ja wohl nicht, was denkt die denn? Oder der, ne, sondern dass man wirklich dann auch von Herz zu Herz sprechen könnte, du hast mich so verletzt, Entschuldigung, dass ich danach so vielleicht ausfallend oder beleidigend geworden bin, dass man sich auf einer anderen Ebene wieder trifft einfach. Und das ist so wichtig, weil auch wenn sich etwas hochgeschaukelt hat, hast du vielleicht auch einen Anteil. Wen darf ich jetzt begrüßen? Hier ist Katrin Mücke. Hallo, liebste Katrin. Na, Miss Marple. Dankeschön. Was machen wir beide? Das Wichtigste war ja, das hätte ich dir eigentlich auch so sagen können. Aber ja, ganz klar. Vergebung, ja. Und zwar, das heißt jetzt nicht walla walla, alles ist gut, weißt du. Sondern wirklich, gib das in die Vergangenheit und sag, es ist so, wie es ist. Du hast daraus wahnsinnig viel gelernt, das wissen wir beide auch. Du bist in einem ganz, ganz riesengroßen Umschwung. Aber die Bitternis rausnehmen und es hat oft gar nichts mit dir zu tun, ja? Okay. Ich drück dich ganz doll. Tschüss, Miss Marple. Tschüss. Umgekehrt auch. Tschüss, tschüss. Ja, angereist bin ich für euch und ich bin bis zum 26. hier, meine Lieben. Ich arbeite mit sehr hohen, sehr schönen Energien, die uns Unterstützung geben, wirklich Aufgaben anzupacken. Denn wenn wir das nicht lösen... Ja, die Infos, meine Lieben. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Ja, meine Lieben, da bin ich wieder, jetzt in Großformat.
Ich freue mich auf euch wirklich von ganzem Herzen. Ihr wisst, ich richte das vorher immer ein, dass das ganze Studio hier wabert von Reinigung, von Herzöffnung. Auch Herzöffnung ist auch ganz klasse, wenn du verbittert bist, weil du jetzt schon 5 Beziehungen oder 3 oder eine nie geworden ist, hinter dir hast und einfach nur noch sagst, tja, das glaubt er doch wohl nicht, dass ich dem das abnehme, dass der wirklich herzlich ist. Dann öffne ich dir dein Herz, aber dann guck auch wirklich wieder mit dem Herzen und nicht, ist dieses an dem und was ist da und was ist da und was ist da, sondern der ist aber herzlich oder das hat der sich aber gemerkt oder das ist aber lieb von meiner Freundin. Das ist wirklich so. Und das Tolle ist wirklich, wenn wir Karma-Lernaufgaben, wenn wir die angenommen haben, wird alles leichter. Viele rufen an und sagen, jetzt ist das wieder so eine komische Freundin und jetzt habe ich wieder so einen Chef. Das liegt an uns. Wenn du die Lernaufgabe nicht annimmst, wirst du nicht bestraft von oben. Aber das hört nicht auf, so lange, bis du das angenommen hast. Einen wunderschönen Nachmittag, hier ist Katrin Mücke. Hallo, hier ist die Martina. Grüße dich. Hallo, ich grüße dich auch. Hallo. Was mache ich? Ich würde gerne mal auf eine neue Partnerschaft legen lassen. Ja, also es geht wirklich nicht um einen Verflossenen oder sonst Na, was. Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Sehr gute Einstellung. So, weil dann mache ich nämlich eine Partnerschaftslegung. Guck mal, du hast fast ganz abgeschlossen, ja. Das ist das Thema. Sei jetzt aktiv, rausgehen, ja. Oh, du hast so viel Sicherheit gewonnen, was dich selber anbelangt. Auch innere Stabilität. Trotzdem kommt hier noch mal etwas, wo dich einer anschmieren will, ja. Der noch Schon im wieder? Trennungsprozess ist, ja. Aha, aufpassen, langsam vorangehen, hinterfragen und sage auch nicht, ach nein, das ist jetzt und jetzt kommt endlich mal einer. Nein, das ist wirklich noch mal einer aus der Vergangenheit. Lass die Finger davon gleich und tschüss und weg. Und dann habe ich zum Frühling, ja, aber rausgehen. Ja. Park heißt immer ja. Basis. Rausgehen, rausgehen, rausgehen. Alles Liebe dir. Mhm. Tschüss. Ja, danke schön. Mach's gut. Tschüss. Schönen Tag. Ja, danke schön. Tschüss. Ja, und in die Vergangenheit geben oder auflösen, wirklich, lasst auch die Tränen raus. Tut nicht so, als ob nichts ist, sondern raus damit, weinen, schreien, mit den Füßen auftrampeln, das ist egal, das muss ja auch nicht jeder sehen. Mach das aber für dich und dann sag wirklich, so, ich habe das jetzt durchlitten, ich stelle mir das jetzt so vor, diesen Menschen, und ich sag, vielen Dank, never ever. Du gehst jetzt in meine Vergangenheit und ich drehe mich jetzt um in meine wunderschöne Zukunft. Und ich bin offen für eine neue, tolle Partnerschaft. Und wirklich das dann so machen und dann hast du alle guten Punkte. Wen darf ich begrüßen? Katrin Mücke hier. Ja, grüß dich, Katrin. Hier spricht die Sabine. Ich freue mich, dass ich es zu dir geschafft habe. Wen darf ich begrüßen? Sabine. Ja, Sabine. Hallo, Entschuldigung. Hallo. Mein Ohr ist manchmal ein bisschen störrisch. Was darf ich machen? Das war gut. Die Harmonisierung, bitte. Das mache ich dir gerne. Für was hättest du das gerne? Einfach, sagen wir mal, für mich selber und für mein Außen. Für dein Außen. Dann mache ich mal dein Umfeld und dich, okay? Mhm, ja, genau. Aber bei dir steht im Grunde genommen auch Eigenliebe an. Aber da kannst du, wenn du magst, noch mal dich später melden. Okay, das mache ich dir. Ja, zieh bitte ganz viel Rosa unter, wenn du das nicht magst. Irgendetwas, was dich auch weich wieder öffnen lässt. Okay? Alles Liebe dir. Tschüss. Ich danke dir, für dich auch. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, das ist oft so, dann kriege ich noch dieses, das und jenes rein. Und ich versuche das dann ganz schnell mit rüberzugeben. Manchmal ist es nicht so und die Leute sagen dann, oh, sogar keine Info für mich. Dann heißt das, du weißt schon, worum das geht. Setz das für dich ein. Ne? Und ich habe es hier auch in den anderen letzten Sendungen immer gesagt, Harmonisierung mache ich für jeden und immer. Aber ich verschicke keine Energien zu einer Wunschpartnerin, dass sie sieht, dass du der richtige Mann für sie bist oder sonst etwas. Oder auch, dass deine Kinder jetzt den Beruf anfangen. Das ist Eingreifen, das geht nicht. Da kann ich eine Harmonisierung machen für euch, dass ihr ganz liebevoll miteinander sprechen könnt oder sachlich oder wie auch immer. Aber Beeinflussung mache ich nicht. Wen darf ich begrüßen? Hier ist Katrin Mücke. Hallo Katrin, Isolde hier. Hi, ja, willkommen. Ich hätte,
Ich hätte gern das Wichtigste, ja, bitte. Das gucke ich mir sofort an. Du warst früher auch immer ganz frech. Das kommt jetzt gerade wieder. Ne? Ja, das kommt jetzt wieder bei dir. Und träume, das heißt, stell dir dein Leben vor, wie du es gerne hättest, damit das Spritzige wieder rauskommt. Bei dir ist alles überlagert mit so einer grauen Wolldecke. Ja? Oh ja. Fütter das. Alles Liebe dir. Tschüss. Danke tschüss. Dir. Tschüss, tschüss. Ja, da freue ich mich, meine Lieben. Und wenn du jetzt auch zu mir kommen magst, im unteren Bereich ist das Laufband. Das sind unsere Mitmachregeln. Ja, meine Lieben, jetzt bin ich so langsam in meinem Kanal. Toll wäre das, wenn ihr merkt, ihr seid durchgekommen, sofort den Fernsehton aus. Am besten ist mit der Fernbedienung noch da sitzen und einfach ausschalten. Das ist toll. Und natürlich berate ich nicht zur Gesundheit. Ich kann dir sagen, auch wenn wir nachher längere Runden machen hier, jetzt sind wir ja in der Brise, da ist zum Beispiel der Hinweis, das wäre gut für dich, für deine Vitalität. Auch wieder, dass du so fest auf der Erde stehst, dass du dich mehr lebst, das kann ich gerne mitgeben, selbstverständlich. Gesundheit an sich nicht. Da gehst du natürlich am besten zum Arzt. Und manchmal sehe ich auch, dass Gruppengespräche toll wären für dich oder sonst was. Das gebe ich dir natürlich auch mit. Auch viel ist in Trennungssituationen. Durch Corona sind viele einfach gar nicht mehr im Leben drin. Die machen sich morgens gar nicht mehr fit, gar nicht mehr fertig, sondern sitzen da einfach nur noch in Puschen und mit ihrem Bademantel und ihrer Tasse Kaffee. Und da ist natürlich auch wichtig, einen Schubs zu geben und zu sagen, hey, das Leben findet jeden Tag statt. Vielleicht ist das dann auch gerade deine Lernaufgabe, dich lieb zu haben und für dich zu sorgen und zu sagen, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, nee, das geht gar nicht mehr. Ich fange jetzt an und ich hole mir einen Energiekick. Wen darf ich begrüßen? Hier ist Katrin Mücke. Ja, hallo, hier ist Irmgard. Und ich hätte gerne, das Wichtigste. Ja, guck ich dir gerne. Du bist auch so schön neugierig. Bei dir steht auch an, Spiritualität noch mehr vertiefen, ja? Ja. Und einfach nur zu den Menschen, wo du merkst, oh oh, das ist eine Jammertante oder die will deine Energien auslutschen. Höflich sein, mehr nicht und tschüss und weg. Ne? Ja. Ich drück dir die Daumen. Alles Liebe dir. Tschüss. Ja. Ja, ich mochte früher auch nicht sagen, sorry, ich muss los. Auch wenn das ein Date mit euch selber ist, macht das. Das ist alles Eigenliebe. Wen darf ich begrüßen? Katrin Mücke hier. Einen schönen guten Tag, ich bin die Irene. Hallo. Ja. Ich möchte gerne das Wichtigste, bitte. Ja. Guck mal, es liegt ja auch genau in der Mitte. Ne? Alles dreht sich um das Wichtigste. Bei dir ist der Anspruch an dich selber zum Beispiel loslassen. Lass deine Gedanken fliegen. Halt das nicht so fest auf, wenn man dich gekränkt hat. Auch wenn du was nicht geschafft hast. Sondern sag, okay, ich habe es noch nicht geschafft. Ich lasse den Vogel mal rausfließen. Ich mache was für mich. Und dieses Loslassen heißt nur lösen, stehen lassen und dich um was anderes kümmern. Und alles entwickelt sich besser. Alles Liebe dir. Oh, schön, alles Liebe dir. Ja, danke. Tschüss du, tschüss. Tschüss. Das ist natürlich immer so reingepfeffert, das ist die Brise. Aber es ist mir wichtig, lass es noch mal sacken hinterher, da steckt noch viel drin. Einen wunderschönen Mittag, Katrin Mücke hier. Hallo, Bärbel hier. Na, ja? Ich hätte gern das Wichtigste. Ja, gucke ich dir sofort. Da muss ich doch glatt noch mal durchmischen. Bei dir ist Lebendigkeit auch wieder wichtig. Deine Ideen, deine Lebendigkeit. Und weißt du, womit das zusammenhängt? Vergeben. Vergib den ganzen Mist, die ganze schlechte Behandlung, das stehen lassen, das sich nicht mehr gemeldet haben bei dir. Gebe das in die Vergangenheit. Vergebung ist nicht Walla Walla. Kann das auch sein, dass man sagt, ja, alles schön, ich sehe drüber weg. Vergeben heißt wirklich in die Vergangenheit geben und sagen, interessiert mich nicht mehr, ich starte neu durch. Das ist wichtig, damit deine Lebendigkeit wieder so rauskommt. Das ist alles so gedeckelt bei dir. Ne? Alles Liebe dir. Tschüss. Danke dir. Tschüss. Ja, wenn ihr merkt, Mensch, da hat sie recht, dann melde ich mich einfach nochmal und hol mir dann den Energiekick. Ist gar keine Frage, du darfst zweimal kommen, dreimal und wir gehen anonym, meine Lieben. Umso besser. Da freue ich mich. Mittagsbrise anonym. Tja, klasse. Ne?
Ja, ja, ich arbeite seit 25 Jahren mit Energien. Die werden natürlich im Laufe der Zeit immer höher, immer schneller. Wie die alle heißen, weiß ich gar nicht mehr. Ich bin in so viele Dinge eingeweiht und ganz ehrlich, das interessiert mich auch nicht mehr. Bei mir fließt das mittlerweile über Gedankenkraft und wie gesagt, ich habe hier ganz viel schon eingerichtet. Wenn ich mich ganz kurz darauf konzentriere, fließt das sofort zu dir. Ich habe das auch eingerichtet, wenn du nicht den Mut hast. Du kannst mir in die Augen schauen oder währenddessen ich spreche und du möchtest Energie haben. Auch da zwinge ich wirklich niemanden. Ich dränge mich überhaupt nicht auf. Aber wenn du das möchtest, sag einfach, ich nehme jetzt mal die Fröhlichkeit und die Leichtigkeit an, die da fließt. Und dann guckst du mich einfach an oder mir in die Augen und dann merkst du wirklich, du bekommst wirklich auch was ab davon. Ne? Viele trauen sich nicht. Viele rufen mich auch später erst an. Ich habe so viele, die mich mit Tränen angerufen haben, ich erst mal nur ein Schluchzen gehört habe und dann, ich habe dich nicht erreicht, aber ich freue mich so, dass ich jetzt bei dir bin. Und das ist natürlich auch toll als Berater. Ich habe da auch keine Hemmschwelle, wenn jemand mal weint oder sagt, oh, ich bin so sauer. Das kenne ich alles. Ich bin manchmal auch total sauer. Aber wir dürfen nicht vergessen, ich fand das so toll. Ich war neulich hier bei Andrea im Leichter Leben. Ich will immer schöner Leben sagen oder schöner wohnen. Nein, im Leichter Leben. Und da haben wir so eine Geschichte gemacht auf einen Zettel, DIN A4, einen schwarzen Punkt. Und natürlich, da ich ständig in Übung bin, habe ich gesehen, okay, das sind schwarze Punkt, aber ganz viel weiße Fläche, die ich befüllen kann oder du, aber ganz viele, für ganz viele war es nur der schwarze Punkt. Und wenn wir uns auf Rachegedanken, oh, ich bin so sauer, so dieser schwarze Punkt oder oh, diese blöde Kuh, die ist mir so in den Rücken gefallen, das ist das Letzte, wirklich darauf versteifen, dann kriegen wir auch so eine Haltung und auch ganz schlechte Energien. Wenn wir aber sehen, da ist ein Haufen Schulden oder ich habe solchen Liebeskummer, es ist so hochdramatisch oder ich muss hier ausziehen innerhalb von 3 Monaten, um Gottes Willen. Trotzdem, es ist ganz viel weiße Fläche, auch wenn dieser schwarze Punkt groß und schwer ist. Du kannst mit einer lieben Freundin sprechen, du kannst Sport machen, frische Luft, sich draußen zu bewegen, ist ganz toll, um sich aufzubauen. Hier ist Katrin Mücke. Wen darf ich begrüßen? Hallo? Hallo? Du bist schon bei mir. Wer ist denn da? Oh, ist da keiner? Hallo? Wenn du dich jetzt nicht meldest, dann die Leitung ist wieder frei, meine Lieben. Da hat der Nächste die Chance, vielleicht hat es gerade den schwarzen Punkt erwischt. Oder ich weiß wirklich, viele sagen selbst von meinen Schützlingen, oh Gott, bin ich schon durch. Einen wunderschönen Mittag, Katrin Mücke hier. Agnes hier, guten Tag. Hi. Ja, mache ich dir gerne. Und bei dir geht das im Grunde genommen gar nicht um den Energiekick, sondern dass du dich auf dich konzentrierst, was du gerne möchtest. Das ist dein Thema. Stimmt das? Ne? Mach ich dir gerne. Alles Liebe dir. Tschüss du. Tschüss. 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 Ja, alle haben so einen schönen Namen. Nur meiner ist so blöd. Habe ich mich schon Zeit meines Lebens drüber geärgert. Ja, aber wie gesagt, ich kann so ein Drama draus machen oder sagen, es ist, wie es ist. Ich mache das Beste draus. Hier ist Katrin Mücke. Wen darf ich begrüßen? Hallo, ja? Das mache ich dir gerne. Oh, dahinter sind so ganz viele bunte Punkte und Federn. Auch bei dir ist noch ganz viel Lebendigkeit, die so ein bisschen verkrustet ist, weil du wenig so bei dir bist, wenig Rücksicht auf dich selber nimmst. Ne? Guck da mal hin und das mache ich gerne für dich. Alles Liebe dir. Tschüss du. Gerne, tschüss. Ja, wenn du es gleich knacken hörst, dann ist die Schale um dein Herz aufgegangen, wie die Walnuss. Ja, Mensch, ich freue mich und das ist ganz anders. Ich habe gerade gestern überlegt, ich glaube, das ist das erste Mal seit über 20 Jahren, dass ich nicht mit meinen Kindern verbringe. Ich war 2019 hier und da haben meine Kinder gesagt, wenn du dahin fährst, kommen wir mit. Und da hatten wir ja auch eine tolle Zeit, aber diesmal ist es so. Wen darf ich begrüßen? Hier ist Katrin Mücke. Nee, das ist ja toll, gut.
Das mache ich dir gerne. Und ich möchte dich auch gerne bitten, dass du mehr irgendwie die Füße in Salzwasser oder in Salz baden, weil bei dir ist auch ganz viel da. Da ist auch nicht keine graue Wolldecke drüber, sondern das ist nicht im Fluss. Versuch mal auch dich mit Fahrrad oder draußen. Sowas ist, das wäre gut. Ja, okay. Dann mache ich, ja. Okay? Stell dir dich von oben bis unten super fit vor, okay? Alles Liebe dir. Tschüss. Gerne. Tschüss, tschüss. Ja, dann ist das auch Zeit für die Infos, meine Lieben. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Ja, da bin ich wieder. Ja, ich freue mich auf dich und auch auf dich. Hier ist Katrin Mücke. Wen darf ich begrüßen? Hallo. Ja, gucke ich mir sofort an. Gleich zweimal Hallo, gar kein Thema, mache ich dir gerne. Vitalität, meine Liebe. Guck, wie du dich selber unterstützt. Egal ob Massagen, die Gedankenkraft ist auch immer was ganz Wichtiges. Hier siehst du jemand, der sagt so, ich bin offen für die Sonne, ich bin offen für Wärme, für Erfolg, für Glück. Wirklich, und damit bringst du dich schon in Bewegung innerlich und stell dir dich gesund vor, beweglich vor, glücklich vor. Das beinhaltet alles Vitalität. Alles Liebe dir. Tschüss du. Gerne. Tschüss. Danke. Tschüss. Baba, tschüss. Ja, das Plätzchen ist wieder frei, meine Lieben. Ich freue mich auf meinen nächsten Anrufer. Ja, vorhin wollte ich gerade was zu Ende erzählen. Das ist mir jetzt doch glatt entfallen. Aber wir haben noch genug Zeit, zwischendurch auch ein paar Tipps auszutauschen, meine Liebe, meine Lieben. Ja. Wenn ich mal so woanders hingucke, dann sehe oder fühle ich was oder kriege Farben oder so. Also auch nicht wundern. Wen darf ich jetzt begrüßen? Katrin Mücke hier. Nö, das ist ja frech. Ja, mache ich dir gerne. Bei dir ist aber selber, geh mal selber ein bisschen tiefer, indem du manchmal einfach auf deine Kleidung ein Rosenquarz auf dein Herz legst, aber bitte keinen kalten. Das könntest du zum Beispiel. Ja, das kann unangenehm werden. Ne? Das kannst du machen, das ist auch gut für dich. Ne? Und auch deine Eigenliebe, verwöhn dich mal mehr. Ne? Lob und so, das ist es. Alles Liebe dir. Tschüss. Tschüss. Ja, das ist mir wichtig. Das muss ich dann sofort mitgeben. Meine Freundin Brigitte, herzliche Grüße an dich, macht immer so, Katrin. Das kriege ich dann rein und gebe das weiter. Ich grüße euch alle da draußen, alle Schützlinge, meine lieben Kollegen, meine Familie natürlich in erster Linie, meine Freunde, auch dich natürlich, Susanna und Manny, Penny und Brigitte und meine Verwandten, Bekannten und überhaupt. Ja. Und jeder, der zu mir kommen kann, mag, darf gerne auch 2-3 Mal zu mir kommen. Und ihr dürft auch immer zuschauen, wenn ihr mögt. Ich gebe Tipps weiter zwischendurch, Erklärungen ab zu bestimmten Themen, auch was dahinter steckt. Ich kann hier natürlich immer nur Auszüge meiner Arbeit geben. Wenn ihr mögt, unter der 0900er gibt es viele Kollegen auch, die in vielen Bereichen arbeiten. Ihr bestimmt die Gesprächslänge. Das ist dort zu einem Festpreis. Ja. Alles Liebe. Ja, hallo. Wen darf ich begrüßen? Hallo, ja. Weißt du, stopp, 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 stopp. Ich sehe schon,
die hat kein offenes Herz. Die hat kein offenes Herz. Zwischen euch liegt die totale Ambivalenz, ja. Du kannst das abwarten. Trete ein Stück zurück, warte das ab, rede noch mal offen darüber. Gefühle sind da, aber die zermartert die ganze Zeit ihren Kopf, ja, und ist nur in Gedanken und in der Bewertung, ja? Also, ich drück dir von Herzen. Ja, ich sag ja, zieh dich zurück. Ich sag, zieh dich ein Stück zurück, sprich es noch mal an. Und wenn sie da trotzdem nicht handelt, zieh dich da raus. Ja? Alles Liebe dir. Sonst seid ihr alle in einer toxischen Beziehung, wenn ihr immer wieder erklärt und erklärt. Erklären, Entscheidungen treffen und wenn sich nichts ändert und tschüss. Ne? Alles Liebe dir. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Ja, du, wir... Ja. Ja. So, meine Lieben, wir haben noch gute 25 Minuten hier. Und ich freue mich auf jeden. Und es ist wirklich so, wenn ich dann in eine Partnerschaftslegung gehe, zum Beispiel, sieht man schon ganz viel. Dazu brauche ich nicht ein Riesenpaket. Wen darf ich begrüßen? Katrin Mücke hier. Na, hallo, ich sag jetzt deinen Namen nicht, aber... ja. Ja, selbstverständlich, das gucken wir uns doch an. Aber du weißt es im Grunde genommen, ja. Das ist auch wirklich so. Du hast deine ganzen Themen schon verinnerlicht, ja. Jetzt geht es darum, wieder kreativ zu werden. Egal ob mit Pflanzen, mit Briefen schreiben, mit Tagebuch, mit dem, was da unter den Schichten verloddert ist, während du dich immer um andere gekümmert hast, ja. Sondern lass dich mal wieder fließen. Ich krieg dich auch wirklich rein mit deinen Blumen, mit Moos, mit all solchen Sachen. Guck da mal hin, ja? Alles Liebe dir. Tschüss, du. Ja, tschüss, tschüss. Ja, so schnell geht das hier mit der Mittagsbrise, meine Lieben. Ja, hier viele Decks bei mir. Und es macht mir ganz viel Spaß. Es fließt schon währenddessen Energie, wenn du das nicht magst, selbstverständlich nicht, weil ich dränge mich niemanden auf. Ich arbeite auch sehr gerne mit meinen Zampal-Karten, weil es wirklich so ist, mir ist das wichtig, dass wir die Füße auf der Erde haben und die Antennen nach oben. Das heißt wirklich, wir leben hier, wir brauchen Geld zum Überleben, Nahrung, Freundschaften und die Spiritualität, egal ob es jetzt die Karten sind oder das Bauchgefühl oder der Kontakt nach oben oder das schamanische Wissen, vollkommen egal. Beides zusammen, das ist das Maß der Dinge, nicht nur eins. Also Menschen, die auch nur im Kopf sind, da geht die Lebensfreude abhanden und das andere ist auch nicht gut. Wen darf ich hier begrüßen? Katrin Mücke hier. Nee. Also, jetzt hast du fast eine Waschmaschine gewonnen. Was mache ich jetzt? Deine Mama? Ja, selbstverständlich. Du, ihr fangt aber neu an. Also sie ist zwar immer so Herz auf Null, sie weiß aber, dass ihr zueinander gehört. Ja, mach mal viel, dass du in Gedanken mit ihr sprichst, denn die ist so, will ich nicht, geht nicht und tschüss. Und dann macht sie ihr Herz zu. Und wenn du in Gedanken mit ihr sprichst, kannst du sie Stück für Stück wieder kriegen. Ja, sei aber selber auch nicht so im Außen nur scharfsinnig und in der Verurteilung, sondern immer in Gedanken nett sprechen, aber auch nicht über die Grenzen hinweg latschen lassen. Ne? Ne? Alles Liebe dir. Tschüss. Gerne tschüss. Ja, und wie gesagt, wenn du jetzt merkst, meine Liebe, Mensch, ich bin super durchgekommen, ich versuche das einfach nochmal, kein Problem, dann mache ich eine Harmonisierung für euch beiden, zum Beispiel, wenn du das magst. Oh, ja, ja, klar, klar, gut. Ja, wir gehen jetzt in das Streiflicht zum Beispiel oder der tiefe Blick, ja. Wir sehen das hier im unteren Bereich. Karma-Blick, deine Spiritualität, der tiefe Blick, das Streiflicht. Das Streiflicht funktioniert zum Beispiel so, ich ziehe
ganz intuitiv. Karten und bitte gerne für dich, ist ja nicht für mich, ein Stift bereithalten und einen Zettel. Und dann ist das wirklich so, dass du dir die Stichpunkte machen kannst und hinterher sagst, das, wieso soll das mein Thema jetzt sein? Und dann heute Abend sitzt du da und trinkst einen heißen Kakao und es ist, oh, natürlich! Das steckt hinter allem, da hat sie ja vollkommen recht. Das ist richtig, wie gehe ich damit um, was kann ich machen? Ach, ich gucke noch mal zu oder ich frage noch mal nach. Kann ich etwas tun, um das zu verändern? Das ist das Tollste, wenn du dich verändern möchtest, wenn du die Situation verändern möchtest, wenn du von Beratern nicht erwartest, ich nehme deine Lernaufgaben. Kann ich gar nicht, wenn du ganz ungesund aufgewachsen bist und ich nehme dir die Lernaufgabe ab, kannst du trotzdem nicht mit netten Menschen etwas anfangen, weil die werden dich alle langweilen, weil du Zeit deines Lebens gelernt hast, nur die, die die Zähne nicht auseinander bekommen, die nicht wirklich sprechen, dann bist du wirklich darin gefangen und es hat sich nichts verändert. Im unteren Bereich sind unsere Mitmachregeln eingeblendet, meine Lieben. Ja, und wir haben jetzt noch satte 20 Minuten. Also ich kann dir dazu immer ganz viel sagen und zeigen. Und ganz viele spüren das auch selber und wissen das auch selber. Und ich bin wirklich jemand, ich muss einfach ehrlich sein, weil das bringt gar nichts, wenn ich sage, ja, und wenn du noch mal dies oder noch mal das. Viele sind emotional schon so verhungert und haben ihr Selbstwertgefühl verloren und zucken schon zusammen, wenn der Chef reinkommt oder wenn ihr Partner sagt, ja, das Essen, ja, pft, also da kannst du aber auch noch mal mehr Mühe geben oder irgendwie sowas. Da ist das wichtig, anzusetzen und zu sagen, ich will glücklich leben, ich will glücklich sein. Kann ich was tun? Ich glaube, ich muss hier aussteigen. Kannst du, siehst du das auch so? Kannst du mir dafür einen Energiekick geben? Gar keine Frage. Gebe ich dir gerne Motivation für. Das ist, ja, das ist wirklich wichtig. Und ich weiß, so viele sagen zu mir, Katrin, ich habe jetzt 10 Jahre mit dem Mann geübt und ihm alles erklärt. Und wenn ich jetzt Schluss mache, hat die andere was Gutes von ihm. Ganz ehrlich, das ist ja jetzt kein Tier, was man dressieren kann oder sonst was. Und du wirst dann so wirklich für immer sozusagen die Verantwortung tragen. Und ganz ehrlich, in einer Partnerschaft, egal ob es Mann, Frau ist, Frau, Frau oder der Chef und die Angestellte oder umgedreht, es ist ja alles eine Partnerschaft. Da muss ein Gleichgewicht sein, sonst muss man wirklich Konsequenzen ziehen. Und ich sag euch das nicht einfach nur so, weil das irgendwie was ist, was ich aus Büchern habe, sondern ich wäre vor 30 Jahren froh gewesen, wenn ich mal hätte, wenn mich mal jemand gerüttelt hätte und gesagt hätte, guck doch mal dahin oder guck doch mal dahin. Aber ich bin nicht nur ganz sadistisch erzogen worden, sondern auch mit, man spricht Angst, zeigt man nicht, Angst ist was ganz Unterirdisches und so. Das gibt so tolle Unterstützung. Es gibt Trennungsgruppen, es gibt so viele Gruppen, wo man hingehen kann, wo man anderen, gerade wenn du auf dem Stand bist, die ist auf dem Stand, der ist auf dem Stand, wo man sich austauschen kann. Nehmt das wirklich in Anspruch. Und ich sehe mich als erste Anlaufstelle und unterstütze dich mit Energien, mit Motivation, mit, dass ich die graue Wolldecke von dir nehme, dass du überhaupt auch mal wieder so dich gerade machst, auch wieder anfängst. Okay, Corona hat mich ganz schön niedergeschmettert. Ich habe meine Arbeit verloren. Ich sitze hier den ganzen Tag mit der Kaffeetasse und schalte einfach nur um und mache mich auch nicht hübsch, auch nicht für mich. Dann werde ich dich rütteln und schütteln und dich wieder in die Eigenliebe bringen. Wen darf ich hier begrüßen? Und du hast einen großen Büdel voll mit goldenen Glückspunkten. Gib's zu, ne? Ja. Und was machen wir jetzt?
Ja, ja, genau richtig. Das mache ich sofort und total gerne. Und ich möchte dich wirklich bitten, geh ab und zu wirklich für Stunden lang mit deinem Kopf in ein ganz anderes Thema, auch mit deinem Herzen. Stupst deine Nase in Rosen, Blätter und all solche Sachen. Sei einfach an deiner Seite als deine beste Freundin. Das heißt, rede mit dir selber. Und läuft. Alles Liebe dir. Tschüss, du. Tschüss. Gleichfalls tschüss, tschüss. Ja, es wird einfach alles leichter, wenn wir gut sind mit uns. Und wenn? Infos, meine Lieben. Die Teilnehmerauswahl erfolgt nach Anruferaufkommen und unter redaktionellen Gesichtspunkten. Danach bestimmt der Redakteur den Zeitpunkt, zu dem ein Anrufer ins Studio gestellt wird. Den nicht ausgewählten Anrufern wird dies durch eine Ansage mitgeteilt. Auch in diesem Fall ist der Anruf kostenpflichtig. Die Teilnahme an der TV-Beratung ist nur volljährigen Anrufern gestattet. Nicht jeder Anrufer wird in die Sendung durchgestellt. Ja, da bin ich wieder, meine Lieben. Und es darf weitergehen. Ja, ich bin jetzt drin in meinem Kanal, sozusagen. Deswegen bitte ich euch, gleich die Fernbedienung ausmachen, den Ton. Das reißt mich sonst immer raus und ich ärgere mich dann auch so ein bisschen. Dann sehe ich vielleicht auch für den Moment mehr den schwarzen Punkt. Aber lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Ich sage immer, das google ich noch mal in meinem Kopf und in meinem Herzen. Wenn wir uns das als Leben vorstellen, ein weißes Blatt und da sind, ist ein schwarzer Punkt oder fünf, ist immer noch genug. Egal wie verzweifelt oder schrecklich, einfach mal einen netten Film zu gucken, das muss alles nichts kosten. Uns zu loben und zu erzählen, ach guck, das hast du doch geschafft und das, ja, das drückt dich jetzt total runter, aber das hast du damals, wie hast du das hingekriegt? Wir können dieses Blatt füllen und wir haben immer die Freiheit, auf den schwarzen Punkt zu gucken den ganzen Tag oder zu sagen, okay, der ist da, das habe ich jetzt in Angriff genommen, das mache ich dagegen, dass der verschwindet, mehr kann ich nicht. Jetzt fülle ich den ganzen anderen Raum mit Träumen, mit liebevollen Gesprächen, mit mir selber. Ich rufe meine Freundin an von früher, oh, die Petra, die hatte neulich Geburtstag, oh, die war immer so nett. Mit der gehe ich mal auf einen Zwutsch und habe einen ganz tollen Abend und einfach nur dieser Break, Cut, raus, was anderes machen und wieder neu ins Leben gehen, das bringt schon ganz viele neue Energien, kann ich nur sagen. Also, ja, ich war neulich auch, ich gehe ganz selten ins Kino, also vielleicht alle 2 Jahre, habe mir einen neuen Film angeguckt und wir waren vorher ein bisschen nett essen und das war einfach, wir haben so gelacht, das war so lustig, das war so schön. Und dann war der nächste Tag gleich lebendiger, gleich, mir sind Filmszenen eingefallen und das ist einfach toll. Und du kannst auch Sport machen, das ist das Gleiche. Einen wunderschönen Katrin Mücke hier. Hallo, ja? Ja, die erste hier heute. Schön, mir fliegen hier sogar die Karten raus. Du hast übrigens eine ganz, 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 ganz große Spiritualität, ein ganz tolles Bauchgefühl. Du müsstest zwischendurch auch immer mal Bauchschmerzen kriegen, wenn du irgendwas nicht gut verarbeitest. Ist das richtig? Ne? Genau so. Und bei dir lenke im Moment deine Gedanken immer wieder auf das Positive. Sonst ziehen dir wirklich alle möglichen Menschen, ja, und Begebenheiten. Hier sind übrigens auch noch ein paar Unklarheiten an den Finanzen, nur mal so nebenbei. Beobachte das auch. Hier sind ein paar Sachen, entweder falsche Abbuchungen, falsche Gebührenordnung, wie auch immer. Sowas ist hier gerade drin, ja. Und man sieht hier wirklich ganz klasse den Engelkontakt, deine Spiritualität. Ist total am Wachsen, super schön. Pass auf, du verbiegst dich zu sehr, was Freundschaften anbelangt. Hier liegt auch noch mal ganz klar, Kraft und Energie gibst du zu sehr raus, ja.
Ich habe jetzt, ne, so, ich habe sogar direkt den Baum dran liegen. Das heißt wirklich, aufpassen, was Tannenbaum, Feuer, Kranz, Adventskranz heißt das Ding, genau. Wirklich aufpassen, da ist so eine kleine Warnkarte dabei, da ist die Sense drunter. Und du hast selber wirklich gerade im Moment die absolute Lernaufgabe. Das nervt dich auch, das zieht dich gerade ein bisschen runter, ja. Dich auf toxische Beziehungen einzulassen. Guck, wie du da aussteigst. Steigen kannst und guck nicht, will der mich oder oh, nachher ist sie sauer auf mich, sondern tut mir das gut. Was habe ich davon? Ist das im Ausgleich? Und immer die Engel bitten, deutliche Zeichen, aber liebevoll, meine Lieben. Okay, alles Liebe dir, tschüss. Tschüss. Ja, natürlich kann ich hier immer nur einen Teil mitgeben, aber wenn ihr sagt, ich möchte Katrin Mücke erreichen, im unteren Bereich ist das Laufband. Und wenn ich so mache, dann bete ich nicht, sondern das ist wirklich, wie soll ich das beschreiben? Das bündelt die Energie sozusagen. Die ist ja um jeden von uns hier drumherum. Und hier wabert das, weil ich das vorher hierher geschickt oder gestellt habe oder wie auch immer. Ich bin nachts meistens so 2-3 Stunden wach. Da mache ich immer den einen oder anderen Firlefanz. Und ja, das hängt jetzt hier. Ja, die, die sich gerade erst dazugeschaltet haben, mein Name ist Katrin Mücke, angereist aus Hamburg und ja, jetzt bin ich drin. Also ich habe vorher immer schon ordentlich Lampenfieber, die ersten 20 Minuten zittern mir auch immer noch ein bisschen die Hände. Jetzt wollte ich das gerade vormachen, aber das mache ich dann doch nicht. Das ist aber auch, glaube ich, so ein bisschen die Konzentration und das gehört auch einfach dazu. Ja, ich komme immer mal wieder, manchmal alle 3 Monate, manchmal 2 Jahre nicht und dann wieder. Ich bin seit 2007 immer wieder dabei und ja, zwischendurch passieren dann auch in meinem Leben dramatische Sachen oder besonders schöne Sachen oder Sachen, die ich ausprobieren möchte und ich möchte euch einfach auch nur sagen, bitte sagt nicht, da, jetzt bin ich da, nein, jetzt habe ich meinen Beruf und da bleibe ich jetzt und so. Das muss man alles nicht. Egal, wie alt, wie lange du den Beruf schon machst. Es gibt immer Wege, wieder auch fröhlich zu sein und sich darüber zu freuen und nicht zu sagen, ja, die letzten 10 Jahre mache ich das jetzt auch noch und dann kann ich ja machen, was ich will. Das ist so Zeit absitzen wie im Gefängnis. Das gibt so tolle Events und Ziele, die man sich stecken kann. Wen darf ich begrüßen? Katrin Mücke hier. Nee. Ne, den kriegst du aber nicht. Ja, okay. Guck mal, ich habe schon so kalte Hände jetzt hier. Solche Angst habe ich vor dir. Ne? 4, 6, 7, 8. So, toll. Falsche Sachen, die mit Liebe und Gefühlen zu tun haben, gehen raus. Obwohl du zwischendurch immer noch mal damit beschäftigt bist, ja, ganz klar. Guck mal hier, Auge in Auge mit Monsieur, der noch gar nicht ganz befreit ist von seinem ganzen Firlefanz. Auch wunderschön deine eigene Spiritualität. Wunscherfüllungskräfte, aber du weißt, das geht nicht so, der soll jetzt kommen, der soll mich jetzt anrufen, sondern ich gehe jetzt ins Glück. Du liegst im Hause der Neuanfänge. Innerlich hast du dich schon total verändert, mehr mit Eigenliebe dabei, falsche Kraft und Energie rauszuteilen hast du schon im Rücken liegen. Du bist für andere wirklich jemand, ein Mediator, ein Coach und du bist immer mehr in deiner Eigenliebe. Du wirst auch immer jünger vom Aussehen, du steckst in der Lebensveränderung, ist superklasse. Auch das setzt sich gerade, das heißt, Gedanken kommen noch mal hoch und ach Mensch, vielleicht sollte ich noch mal. Nein, bleib in der Klarheit, das ist das Beste, was du machen kannst, echt. Nimm auch noch mal ein paar Kristalle dazu, wann immer du das möchtest. Ja, hier ist es, wenn ich das rössel. Egal ob Bergkristalle oder Heilsteine, ist wurscht. Die kannst du in dein Bett legen, die kannst du einatmen, die Farbe, die kannst du in die Hände nehmen. Mach was damit, wie du willst oder in einer Wasserkaraffe und das trinken. Alles Liebe dir, ne? Tschüss du! Gerne. Tschüss, tschüss, tschüss. Ja, meine Lieben. Ich muss euch jetzt leider sagen,
Jetzt gehe ich gleich vielleicht erstmal ein Käffchen trinken oder irgendwas anderes. Aber eine Beratung können wir noch machen. Und dann ist die Stunde aber auch schon rum, meine erste Stunde. Ja, und was können wir machen? Energiekick zum Beispiel. Oder aber die Aura-Reinigung. Oder der tiefe Blick. Oder kann ich mich jetzt schon mit meiner Spiritualität selbstständig machen? Oder ist das mit dem Laden, den ich machen möchte, jetzt der richtige Zeitpunkt? Oder soll ich das auf später? Also im Moment würde ich sowieso nicht, weil ich glaube, ab 18. Januar ist Merkur erst wieder vorläufig. Aber ihr könnt alte Kunden anschreiben und schöne Weihnachtsgrüße wünschen. Das macht Spaß. Aber die merken dann, ach Mensch, ja stimmt, da habe ich ja früher immer, vielleicht sollte ich mal wieder. Das ist gut für rückläufiger Merkur, um Widerspruch einzulegen, um alte Sachen aufzuarbeiten, um die Steuern zu erledigen. Obwohl, ich glaube, das ist jetzt auch schon, ne? Vorbei. Jetzt gibt es, glaube ich, eine Strafe, wenn man es noch nicht gemacht hat. Aber egal. Also alles, was in der Vergangenheit liegt, wo man noch etwas machen wollte bis zum 18. Januar, macht etwas. Aber neu würde ich jetzt nichts machen, auch nicht mit Verträgen, auch nicht mit Autokauf und so. Immer warten, bis es soweit ist. Manchmal lässt sich das nicht ändern. Ja, selbstverständlich. Und der Nächste, der zu mir kommt, jetzt darf ich endlich mal mit meinen Karten arbeiten. Jawohl, dann nehme ich doch mal meine Märchenkarten, meine Lieben. Ihr braucht mich hinterher gar nicht fragen oder gleich. Die gibt das nicht. Ja, ui. Den Nächsten, der hier anruft, die Spindel, den hat's gestochen. Entweder in der Liebe ist etwas so, dass es sticht, dass da etwas sehr ungesund ist oder auch im Arbeitsverhältnis etwas sehr düster ist. Ja? Das heißt, es wird hier ein Faden gesponnen, es ist irgendwie, es ist am Laufen, aber hier ist irgendwas ganz faul und sticht. Ja? Darum geht es einmal, das kann innerhalb der Familie sein, der Arbeit, die Nachbarschaft, wie auch immer, oder auch der eigene Umgang mit dir selber. Und ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, der Umgang mit einem selber ist wirklich das Maß der Dinge. Denn wenn wir ständig anderen Aufmerksamkeit schenken und gar nicht mehr bei uns selber sind, dann erwarten die anderen das auch und latschen über die Grenzen hinweg. Und deswegen, es zählt wirklich für alles. Da ist etwas faul, da ist grundsätzlich etwas, wo man sagt, ja, irgendwie, ich komme vorwärts, aber es macht mir Unwohlsein, irgendwas ist komisch. Das kann auch sein, dass das Intrigen sind, ja, dass man dir das Gefühl gibt auf der Arbeit, ach, ist alles in Ordnung, ist alles schön. Und dann hast du aber, na, irgendwas stimmt nicht. Und dann ist das wirklich auch sowas wie, die reden schlecht über dich, die klauen dir deine, stehlen dir deine Konzepte und tun so, als ob es ihre eigenen sind oder ihre eigenen Ideen sind. Alles solche Sachen. Ne? Wir sind ja, jeder hat seine eigene Art, jeder hat seine eigenen Sachen. Aber da stinkt etwas ganz fürchterlich. Und das ist auch wirklich, Spindel ist auch etwas, das sticht richtig ins Hirn, das zermartert, irgendwas ist hier falsch oder auch ins Herz. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ja, da bin ich gespannt. Und das Gute ist, wir sind jetzt in der Mittagsbrise anonym. Das heißt, dein Chef kriegt das nicht mit. Und es ist die letzte Beratung. Also nach meinem Dafürempfinden ist es wirklich so, dass es ein bisschen eckiger ist, das Thema. Dann nehme ich dich ein Weilchen mit in meine Pause. Und du brauchst keine Angst haben, egal ob der erste oder der letzte Anrufer in der Stunde. Es ist wirklich so, dass ich alle ernst nehme, mich wirklich über jeden freue und bei jedem auch wirklich mit Herz und Verstand und einer gesunden Distanz dabei bin. Denn das nützt dir gar nichts, wenn ich mitleide, mitfühlen gerne, aber nicht mitleiden. Ja, da gucke ich. Ich guck noch mal hier. Das Krafttier wäre. Die Person ist schon ein bisschen mit dem Thema vertraut. Der Bär als Krafttier für 6 Wochen. Also ich kriegte 7, 6, also 6,5 bis 7 Wochen. Bleib standhaft. Das ist richtig. Du musst nicht diesen Weg weitergehen, wenn du merkst, nee, das ist irgendwie, stimmt das trotzdem nicht. Wir haben drüber gesprochen, aber es stimmt trotzdem nicht. Dann bleib wirklich standhaft. Du musst nicht nur, weil jemand ein kleines
Drehrädchen gedreht hat und sich aber nicht en gros verändert hat oder richtig wirklich in die Veränderung gegangen ist. Und du sagst, ja, das, ja, okay, das ist ja ganz nett. Nein, 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 standhaft bleiben. Wen darf ich begrüßen? Hallo? Hallo? Hallo, ja, wer ist denn? Hier ist Katrin Mücke. Hi, was machen wir? Ich, einen Moment, bleib da. Tschüss erstmal, ihr Lieben. Bis nachher. Was darf ich dir schauen?